Willkommen zurück zu diesem Screencast. Legen wir direkt los mit einfachen Datentypen. Ich habe gerade noch mein altes Jupyter Notebook offen und möchte jetzt ein neues Jupyter Notebook öffnen. Dafür kann ich hier oben links auf File klicken, New Notebook auswählen und Python 3. Dann öffnet sich ein neuer Tab mit einem leeren Jupyter Notebook. Ich gebe dem Jupyter Notebook direkt einen neuen Namen, nenne es mal Python Basics. Schauen wir uns also die einfachen Datentypen in Python an. Mache hier noch eine Überschrift. Und üblicherweise wird die nächste Zelle direkt wieder eine Code-Zelle. Was es zum einen gibt, sind Variablen. Variablen kann ich selbst bestimmen und denen auch immer Werte hinzugeben. Also möchte ich zum Beispiel die Variable name mit dem Wert Lovelace belegen. Dann würde ich das Ganze so schreiben. Wenn ich diese Zelle jetzt ausführe, passiert erstmal nichts. Bei print haben wir ja gesehen, dass ich direkt einen Rückgabewert bekomme. Wenn ich also den Inhalt dieser Variable haben möchte, dann kann ich print benutzen und den Variablennamen und bekomme dann den Inhalt dieser Variable zurück. Dadurch haben wir schon einen neuen Datentypen gesehen, nämlich Strings, also Zeichenketten. Lovelace ist ein solcher String und wird durch die rote Farbe gekennzeichnet und dass es in Anführungszeichen steht. Wir können noch eine neue Variable vergeben mit einem String. Nehmen wir mal noch FirstName und belegen das Ganze mit ADA. Lassen das auch direkt wieder ausprinten. Hier noch ein Tipp von mir. Faulheit ist eine Tugend und wir können hier faul sein, indem wir Tab drücken. Dadurch werden uns automatisch Möglichkeiten angezeigt, wie wir das Ganze auffüllen. Und wir sehen, hier wird auch der Variablennamen, den wir gerade festgelegt haben, schon angezeigt als Option. Mit Shift-Enter wieder ausführen und ich bekomme den Inhalt von FirstName zurück. Ich kann Variablen nicht nur mit Strings belegen, sondern auch mit Zahlen, also mit Integer. Zum Beispiel belegen wir die Variable Age mit 73. Kleiner Side-Fact, Ada Lovelace wurde tatsächlich nur 37 Jahre alt. Lassen das auch direkt wieder ausprinten. Und genauso können wir das Ganze auch mit Floats belegen, also mit Gleitkommazahlen. Zum Beispiel die Variable Size belegen wir mal mit 1,7123. Wichtig ist hier, ich habe gerade schon Komma gesagt, das ist ja der deutsche Sprachgebrauch. Hier ist wichtig, dass wir die englische Variante benutzen und das Ganze mit einem Punkt voneinander trennen. Neben Integer, Strings und Floats gibt es auch boolesche Werte. Die können wir auch in Variablen festlegen. Zum Beispiel die Variable knowsMath setzen wir mit true gleich. Lassen das direkt noch ausprinten. Und legen gleich noch eine andere Variable fest, zum Beispiel likesGardening mit false. Die boolschen Werte erkennen wir auch daran, dass sie fett und grün gehighlightet werden.
blenden wir das auch direkt aus und bekommen diese Werte wieder zurück. Diese Typen kann ich mir auch anzeigen lassen, wenn ich mir nicht sicher bin, um was für einen Typ es sich gerade handelt in einer Variable. Das kann ich mit Type und einer Klammer, und in die Klammer setze ich die Variable, von deren ja, Typ ich etwas erfahren möchte. Nehmen wir zum Beispiel Name vom Anfang. Dann wird mir dieses str angezeigt, das steht für String. Also wir haben in der Variable Name einen String. Noch eine Besonderheit zum Jupyter Notebook. Ich brauche nicht unbedingt Print, um mir den Wert zurückgeben lassen. Ich könnte hier auch Age schreiben und bekomme 73 zurück. Wenn ich jetzt Age und Name in eine Zelle schreibe und das ausführe, bekomme ich nur Lovelace zurück. Das liegt daran, dass Jupyter Notebook immer nur den letzten Wert zurückgibt. Außer wir benutzen, wie vorher, Print. Dann bekomme ich beide Werte zurück. Das waren schon die einfachen Datentypen. Im nächsten Video geht es weiter mit Operatoren.